So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wir schauen heute mal wieder beim Free-to-Play-Account vorbei, in dem wir wirklich komplett ohne Einsatz von Echtgeld spielen, nur mit den Kristallen, die wir uns über die Zeit erspielen. Und ja, was soll ich sagen, wir haben ganz viele Belohnungen im Briefkasten, wir haben ein, ja, neues Deck, was ich gespielt habe übers Wochenende im Siegesrausch-Event unter anderem. Und was soll ich sagen, das Deck haut rein. Ich habe tatsächlich 9 von 10 Siegen geholt im Free-to-Play-Account und leider den 10. Sieg dank eingefrierten Spiel nicht gewonnen. Und ich schwör's euch, hoch und heilig, ich hätte auch dieses Spiel gewonnen. Ich habe kein Problem gehabt im Siegesrausch, alles geplättet, auch nur einen Versuch gemacht, nicht einmal neu gestartet. 9 zu 1 leider dank Verbindungsabbruch. Und ich würde sagen, ja, wir gucken mal in die Belohnung erstmal rein. Hat nachher dann nicht mehr für eine Top-Platzierung gereicht, die 9 Siege. Ich hatte es erst gehofft. Aber, wie ihr seht, kein Emote dabei. Das heißt, nicht mehr in den Top 3 geblieben. Zwischenzeitlich war ich Top 3. Aber wir gehen mal rein, schauen mal uns an, was es hier trotzdem gibt. Zack, vielleicht gibt es ja trotzdem noch eine Legendary. Leider nicht. Gold, 14.000 Gold auf dem Free-to-Play-Account, ist auf jeden Fall gut, nehmen wir mit. Ansonsten haben wir hier aber auch noch andere Belohnungen, ein bisschen was aufgehoben. Mal gucken, ob wir da noch was Schönes rausbekommen. Sehr viele neue Karten, okay. Kleiner Spielabsturz hier mitten im Belohnung einsammeln, nicht so schön. Gute Frage, ob die Belohnung jetzt weg ist. Sehen tun wir es auf jeden Fall nicht mehr. Spiegelkampf, haben wir auch noch ein Bass da. Zweimal Ingenieur, oh, Zelot neu. Nochmal 1200 Gold, sehr gut. Nächste Clan-Kiste, vielleicht war auch die Clan-Kiste einfach schon zu alt. Oh, 5? 5 ist gut, oder? 5 ist gut! Oh, schade, Dryade. 1 von 2. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir mit. Für Free-to-Play auf jeden Fall in Ordnung. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr Karten und noch ein bisschen mehr Gold. Sehr schön. Und nochmal Clan-Turnier. Mal gucken, noch eine Legendary. Jawohl. Ich glaube ja, 5 ist immer gut. Was gibt's jetzt Schönes? Let's go. Level up für Dryade. Ja, bringt natürlich spielerisch nicht ganz so viel. Aber eine Sache bringt uns das auf jeden Fall. Und zwar ziemlich, oh ja, neue Fraktion, stimmt, ist heute auch am Start. Wir haben dunkle Dämonen. Wenn du in einer dieser Fraktionen fusionierst, erhältst du basierend auf dem Fusionsrang 50 Mana. Okay, ja. Was gibt's hier noch? Schamanen. Oh, das wird die Woche gut mit Schamanen und Dämonologen hier abgehen, Harlekin, oh ja, interessante Woche vor uns, gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ja, wir kriegen hier ziemlich günstig für 3000 jetzt tatsächlich 10% Crit, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Nicht schlecht, ansonsten können wir hier, oh 12.000 ist ein bisschen teuer, 1500 nehme ich auch noch mit. Ja, also wie gesagt, mit diesem Deck hier, ich glaube ein bisschen umgewandelt, ich glaube vorher war die Priesterin hier noch nicht drin, habe ich dann letztendlich gespielt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Spiel rein, bevor wir uns hier oben die Belohnung noch abholen. Und die Season-Belohnung. Mal schauen, ob es jetzt im PvP-Modus genauso gut läuft. Wie gesagt, ich war teilweise überrascht, ne? Also wirklich problemlos die 10 Siege hätte ich geholt, wenn der Verbindungsabbruch nicht gewesen wäre, ne? Tribunal. Jetzt natürlich mal gucken, ne? Wir haben jetzt schon die neue Fraktion. Müssen wir mal hoffen, dass der Gegner da nicht so drauf zockt schon. Aber in der Elo sollte noch nicht so viele Schamane rumrennen, zum Glück. Die Dryade hebe ich mir auf für einen Vampir, damit wir da so schnell wie möglich einen auf Level 2 haben, genau, so wie jetzt. Ist ähnlich wie die Top-Tier-Spieler vom Kristallmagier-Deck kennen. Da ist es ja auch wichtig, sofort einen Vampir, sag ich mal, auf 2 zu haben, um dann schnell die Mana-Power-Ups zu haben. Ganz ähnlich spiele ich das Deck hier für die Free-to-Play-Spieler. Schnell einen Vampir hoch. Ein bisschen Mana-Power-Up muss man natürlich immer abwägen, weil wir hier keine Schneeflocke haben, um das Board zu resetten. Deswegen natürlich immer aufpassen, dass ihr auch nebenbei noch genug Damage macht, um alles zu killen. Deswegen ruhig ab und zu mal hier
noch was spawnen und jetzt vielleicht hier auf Mana Power abgehen, lohnt sich auf jeden Fall mehr als eine zusätzliche neue Einheit zu spawnen. Wisst ihr ja Bescheid, sind ja so die Grundlagen von Rush Royale. Nicht zu früh fusionieren natürlich. Priesterin haben wir noch mitgenommen hier im Deck für noch zusätzliche Mana-Produktion, zack. Und der Donnermacher ist ja zurzeit auch ganz gut, deswegen habe ich den da noch mit reingenommen. So, machen wir mal den Vampir noch höher für noch mehr Mana. Obwohl wir die Gegner gerade ein bisschen zu schnell töten. Ja, jetzt kommt das Mana ein bisschen rein. Gegner spielt auch Boreas, Donnermacher, Vampir und Katapult, okay. Interessant. Und Harlekin hat er. Na, mal schauen, mal schauen. Ich werde jetzt hier erstmal aufs nächste Power-Up gehen für Boreas. Ah, wir töten die ein bisschen zu schnell. Wir kriegen nicht so wirklich Mana von den Gegnern, aber ist okay. Jetzt haben wir ein bisschen Tribunal aus den Augen verloren. Da mache ich gerne immer vorher jetzt die einzelnen Einheiten zusammen. Damit wir jetzt nicht möglichst hier, ja, im schlimmsten Fall alle Boreas verlieren. So, ein paar neue Einheiten spawnen schnell. Jawohl, die können wir zusammenziehen. Gibt nochmal ein bisschen Mana-Schub nach vorne. Teilweise waren jetzt tatsächlich im Siegesrausch die Spiele jetzt schon zu Ende, ne? Ich weiß nicht, ob ich da einfach Glück gehabt habe. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch lief. Aber ich habe mich gefühlt wirklich, als ob ich, keine Ahnung, gegen komplett neue Spieler gespielt habe. Wirklich sehr, sehr schade wegen dem einen Game-Absturz. Da könnt ihr mir ja mal sagen, wie es bei euch läuft. Ich habe ein bisschen Probleme tatsächlich, wenn ich das Game am Emulator spiele, ne? Dass es sich ab und zu mal aufhängt. Ich denke jedenfalls, dass es daran liegt. So, meistens gehe ich hier mit Schaden komplett auf Boreas. Mal schauen. Jetzt laufen sie schon ein bisschen weiter durch. Machen wir mal den Vampir hoch. Jetzt gehen wir erstmal nur noch auf Einheiten spawnen für einen Moment. Ziemlich wenig Dryades haben wir bekommen diesmal. Aber ich denke mal, sollte GG sein. Er wird jetzt gleich noch seinen Trainer einsetzen, aber von der Zeit her wird es knapp für ihn, dass er es noch übersteht. Ja, GG an der Stelle. Also wie gesagt, Arena 10 mit diesem Deck, wenn ihr das nachbauen könnt, an die Leute, die noch ein bisschen weiter unten sind. Gönnt euch das Deck, gönnt euch die Easy Wins, 42 Trophäen hier auch wieder nach oben. Und ja, wenn ich deutlich mehr Zeit hätte, wäre ich auch schon viel weiter oben. Ich versuche in Zukunft ein paar Videos mehr zu schneiden, ja. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich versuche ein bisschen aktiver zu werden für euch. Und ansonsten sammeln wir jetzt hier noch schnell die Belohnung ein. Mal gucken, was wir hier noch kriegen. Dann seht ihr auch nächstes Mal ungefähr wieder, wie viel ich gespielt habe. Ich lasse es dann immer wieder übrig für euch. Holen wir es zusammen ab. Im Video. Zack, die Woche kommt am Mittwoch die neue Stufe in Supercard raus. Da hoffe ich, dass ich wenigstens ein bisschen Rush Royale nebenbei machen kann. Aber wie gesagt, seid nicht böse, wenn es ein bisschen zu kurz kommt. So, nur die Free-to-Play-Seite natürlich. Ah, nehmen wir alles mit. Wir müssen alles upgraden und leveln. Gold wert auf dem Account hier. Crit-Chance hoch. Obwohl wir da schon tatsächlich ziemlich gut unterwegs sind, wie ich finde. Wir können ja mal reingucken. Wir haben jetzt Arena 10, 564% kritischen Schaden. So, auf jeden Fall wird interessant, dunkle Dämonen. Das werden wir uns auf dem Main-Account nochmal angucken und da vielleicht nochmal morgen oder übermorgen ein Video zu drehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und eine Bewertung des Videos würde ich mich auch freuen, auch wenn sie negativ ist. Ich lese mir eure Kommentare immer gerne durch und versuche mich zu verbessern. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.